Ihr Lieben, ich wünsche euch eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit. Lasst euch nicht stressen und nun viel Spaß mit einem neuen Video von mir. Ich hoffe, ich kriege dieses Video noch hin, denn meine Kamera ist fast leer. Aber ihr habt euch das so gewünscht, dass ich euch meine Secondhand-Schnäppchen zeige, die ich ergattert habe. Und glaubt mir, wartet bis zum Schluss, dort kommt der Oberkracher. Ja, fangen wir an. Ich habe ganz schön zugeschlagen letztens. Ich möchte dazu sagen, ich kaufe nicht nur Emil Secondhand, ich kaufe auch mir mal gerne Secondhand, weil in diesem Secondhand-Laden, wo ich immer hingehe, gibt es super Markenklamotten oft, ja. Und da denke ich mir halt immer, why not? Und ich jage es dann durch die Waschmaschine und ich freue mich, dass ich diese Sachen besitze. Und ja, fangen wir einfach an. Und nein, ich mache keinen... Wie nennt man die? Try-on? Fashion Haul? Nein, sowas mag ich nicht, möchte ich nicht. Fühle ich mich einfach nicht wohl drinne, bin ich ich. Ich zeige euch die Teile und dann ist gut. Als erstes habe ich hier dieses süße, süße Strickjäckchen. Das ist von Only und kam 1 Euro. Muss man nicht viel zu sagen. Okay, jetzt habe ich einen Pullover von... H&M in Größe 34. Ich habe ihn anprobiert, Leute. Und er ist auch oversized so ein bisschen an den Schultern. Und ich fand ihn völlig okay. Und habe ihn deswegen mitgenommen. Ja, zu dem Pulli muss man nicht mehr sagen. Dann gehen wir mal weiter. Dann habe ich diese Jacke gefunden. Und da ist leider kein Schild drin. Aber ich fand sie echt schön. Sie ist an der Taille halt, hat hier so ein Band. Und ja, ist so ein bisschen gerafft unten. Also sie hat so ganz süße Details. Und daher finde ich sie echt schön. Und daher kam sie mit. So, jetzt kommen wir wieder, glaube ich, zu einem... Ja, es ist ein sehr langer Mantel. Und der ist von Street One. Also alles keine günstigen Marken, Leute. Hier Street One. Das ist so ein ganz, ganz langer Mantel. Und hat ja auch diese süßen kleinen Details am Ärmel. Und ist denn so ein bisschen gefächerter? Ja, er möchte tuschen. Ja, und hat diese Details und geht dann ein bisschen breiter. Ein sehr, sehr süßer Cardigan und geht praktisch bis zu den Knien, wenn ich ihn anhabe. Und daher finde ich ihn sehr schön. Auch alles 1 Euro. Also was teurer wäre, würde ich erwähnen. Dann habe ich, gut, das ist jetzt keine teure Marke, Janina ist, glaube ich, von Kick. Aber der war so ultra kuschelig, Leute, dieser Cardigan. Ja, er war so kuschelig und noch so gut erhalten, dass ich gesagt habe, it's mine. Ja. Dann haben wir hier, das weiß ich auch gar nicht, was für eine Firma das ist, aber ich habe es anprobiert und fand, das ist halt mal was anderes. Vielleicht trage ich das Heiligabend. Also ich finde es schon irgendwie schick. Es ist von Wismach Collection. Keine Ahnung, ob man das kennen muss. Hat hier oben so ein kleines Bändchen. Und dann kommen ganz, ganz süße Details. Und die sind so, ja, die sind so ganz flauschig. Also so Ornamente an den Ärmeln. Und auch da ist wieder das so ein Trompetenärmel. Also ein bisschen ausstehender. Und... unten an der Seite hat er das dann auch nochmal. Fand ich total schick. So ein bisschen schicker, edler. Dann habe ich eine Bluse mitgenommen, auch von Janina. Die fand ich irgendwie, die ist gut zum Arbeiten gehen und so. Also locker, leger, einfach blau. Und ich mag ja Blusen eigentlich ganz gerne. Schönes Blau, steht mir auch ganz gut, finde ich. Und dazu gesagt, also ich kaufe die Sachen ja ganz gerne und die kosten alle 1 Euro. Und wenn es mir irgendwann nicht mehr gefällt, bringe ich sie zurück. Und gehe praktisch das, was ich gekauft habe, dem Laden wieder und das könnte nochmal jemand kaufen. Und das finde ich eigentlich gar nicht verkehrt. Wir geben heutzutage so viel Geld für Klamotten und alles aus und denken gar nicht drüber nach, dass es vielleicht aber auch so Läden gibt, wo man halt sowas schon
gebraucht kaufen kann. Aber es sieht ja alles noch gut aus. Also ich finde es auch nicht eklig, weil ich jage es vorher durch die Waschmaschine. Ich finde es auch nicht schlimm zu sagen, hey, ich habe gebrauchte Markenklamotten, weil ich selber kann es mir nicht leisten. Wartet mal. Ich muss gerade mit dem Emil meckern, weil der hat da ein bisschen Blödsinn gemacht. Ja, also wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, Markenklamotten gebraucht zu kaufen, weil sie sind gewaschen und alles und sie sind dadurch nicht schlechter. Also wenn da Flecken drin sind und Löcher, kaufe ich es auch nicht, logischerweise nicht. Aber bei einem Euro für einen Only-Oberteil oder ein Socks, ja, ich kaufe mir, das mache ich ja doch ab und zu mal, dass ich mir bei Socks im Sale mal einen Pullover oder so gekauft habe. Aber Leute, ein Socks-Mantel. Der kostet im Laden ungelogen 59,90 €. Ja, so ein Cardigan. Für einen Euro. Da ist nichts dran. Der ist schick, der ist toll und der hat eine gute Qualität. Und ich wäre doof, wenn er mir passt und ich ihn hängen lasse. Weil ich kann es mir einfach derzeit nicht leisten. Ich tiere zwischen zwei Jobs. Mir ist es wichtig, dass erstmal immer Emi an erster Stelle steht, aber dem kaufe ich auch gerne mal Secondhand, weil gerade bei einem Jungen, wir wissen, wie schnell die Sachen einfach kaputt sind. Und Schuhe kaufe ich immer neu und jetzt wollen auch im Winterschuhe und alles fällig für ihn. Und ja, also das Geld geht immer erst in Emil und dann komme ich. Und für mich ist meistens nicht so, dass ich sagen würde, okay, ich gehe jetzt los und kaufe da und da. Ich kaufe immer auf Schnäppchen, sei es bei Bonprix, im Outlet. Da habe ich übrigens diesen Pullover auch her für 3 € und ich finde ihn so schön. Und wie gesagt, ich gehe gerne in den Secondhand-Laden. In Amerika ist es gang und gäbe, dass es da diese Secondhand-Läden gibt. Vintage etc. Ich finde es toll. Wollte ich jetzt mal gesagt haben. So, dann habe ich mir ein Cecil Pullover mitgenommen. Der ist so schlicht sportlich. Sieht man das? Wollen Sie sehen? Ja. Hat Dreiviertelärmel. Fand ich auch cool. Mit einer Strickjacke oder so drüber. Auch sehr schick. Und dann kommen wir sogar zu einer Sache für Emil. Dem habe ich eine Hose von Anthings Family mitgenommen. Das ist so eine gefütterte Hose und die ist super für Tage, wo er Sport hat, weil da immer mit der fetten Winter-Skihose und alles. Und dann habe ich noch ein Geschenk für eine Freundin gefunden, der war komplett neu. Und die liebt Anker und ich habe ja auch meinen Anker-Tonbeutel. Und den wollte ich ihr zu Weihnachten zuschicken für einen Euro. Genau. Und jetzt kommen wir zum krassesten Shit überhaupt, Leute. Frauen und Schuhe. Gebrauchte Schuhe kaufe ich nicht, aber ich bin doof gewesen. Ich habe den Preis weggeworfen, um ihn euch zu zeigen. Aber ich habe es nicht nötig, euch anzulügen. Ich habe Schuhe in diesem Secondhand-Laden gekauft, die im Geschäft 235 € kosten. Ich habe gegoogelt und es gibt sie auch noch. Und ich habe 4 € für ausgegeben. Ich habe mir Stiefeletten gekauft in diesem Laden von Bugatti. Ja, Bugatti-Stiefel. Wer Bugatti nicht kennt, googelt mal. Arschteure Firma. Ja, und habe mir diese Bugatti-Stiefel gekauft. Für 4 €. Sie waren neu. Komplett neu, ungetragen. Sie sind innen drin gefüttert. Da. Und da drin steht auch nochmal Bugatti. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich glaube nicht. Also da drin steht auch Bugatti. Also es sind auch Originale. Also ich habe geguckt und sie sind so original. Da, Bugatti. Ja, und das ist der krasseste Shit für diese Füße. Ja, für diese Füße so teure Schuhe für 4 € gekriegt zu haben. Also man sieht es auch jetzt, dass sie kaum belaufen sind von mir. Ich habe sie auch noch nicht viel getragen. Sind noch echt gut. Kann man nicht zu sagen, Leute. 4 € für Bugatti-Stiefel. Das ist das krasseste und schönste Schnäppchen, was ich je gemacht habe. Und ich habe mich einfach so dermaßen drüber gefreut. Ihr glaubt es nicht, das war wie so ein Glückstag. Ich würde mir nie so teure Schuhe kaufen, Leute. Nie im Leben. Niemals.
235 Euro, das ist meine halbe Miete. Ich würde niemals so viel Geld für Schuhe ausgeben. Also, ich überlege schon bei 30 Euro Schuhen, ob ich mir die kaufe. Und dann stehen diese Schuhe neu dort für 235 Euro und sie waren 4 Euro. Ich habe auch nicht nachgefragt, ich habe einfach gekauft. Ich habe einfach gesagt, ja, die nehme ich. Weil ich dachte, das kann nicht deren Ernst sein. Also, die hätten da noch locker 30, 40, 50 Euro für nehmen können. 4 Euro. Ich habe mich so gefreut, einfach. So extrem, das glaubt ihr gar nicht. Ich habe mich extremst gefreut, wirklich. Ich glaube, man sieht es mir auch an. Also, ich glaube, das ist so mein ultimatives Weihnachtsgeschenk für mich gewesen dieses Jahr. Diese Stiefel. Hammer einfach. Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr zu diesen Schnäppchen, die ich gemacht habe? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich denke, dass es hier viele geben wird, die das eklig finden, dass man Secondhand-Klamotten kauft. Das ist eure Meinung. Wenn ihr euch das leisten könnt, ist das super. Ich glaube, selbst wenn ich es mir leisten jetzt könnte und ich wüsste, es gibt diesen Laden, würde ich dreimal überlegen, weil ich mir einfach denke, warum soll ich für was ausgeben, so viel, wo ich weiß, ich kann es mir Secondhand holen. Und wie gesagt, wenn ich Klamotten aussortiere, bringe ich sie dort auch immer wieder hin. Also ich bringe da auch ganz oft Klamotten hin, Schuhe von Emil, zwar getragene, aber manche kaufen für ihre Kinder dann auch getragene Schuhe und wir haben ja meistens ganz gute. Und da mache ich dann denen ja auch eine Freude. Und ja, ich bin dann sehr glücklich drüber gewesen. Also schreibt es mir mal in die Kommentare. Das war für mich mein ultimatives Weihnachtsgeschenk. Und ja. Habt ihr Bugatti-Stiefel? Kauft ihr sie so teuer? Erzählt's mir, bleibt sachlich und ansonsten sage ich bis ganz bald, ihr Lieben.